Und jetzt am Wort Angelika Kußbergner von der Volkspartei. Herr Dr. Strolz, kurz um Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe sehr genau Ihren Antrag gelesen. Es hat mich ein bisschen verwundert, und zwar, wenn ich hier das anschaue, Punkt 5, 6, 7, 8 und 9 in Ihrem Antrag, ist bitte zu finden, Bildungsreformgesetz 2017, Paragraph 5 und 6, Bildungsdirektionen, Einrichtungsgesetz. Wir haben das hier schon verankert. Und ich möchte hier heute drei Themen zur Zentralmatura, drei Punkte nennen. Der erste ist aus der Sicht deiner Mutter mit deiner Tochter, die gerade mitten in der Matura steckt. Und ich darf ihr von hier aus alles Gute wünschen und auch ihren Mitschülerinnen und Schülern. Es ist nächste Woche die mündliche Matura. Und ich habe sie natürlich gefragt, um ihre Meinung gebeten. Was sagst du zur Zentralmatura? Und ich war überrascht. Sie war nämlich sehr positiv eingestellt. Und sie hat mir gesagt, sie findet es ausgesprochen gut, dass es österreichweit eine einheitliche Aufgabenstellung gibt. Vom Vorarlberg bis zum Burgenland, von Wien bis Kärnten, dieselbe Aufgabenstellung. Aber verwunderlich war sie schon über einiges, und zwar die Durchführung war unterschiedlich. Und es gab Schulen, an denen in Mathematik keine höheren technischen Hilfsmittel verwendet wurden, sondern nur der Taschenrechner. Also es gab Schulen, weil hier das Open Book Testing angeführt worden sind, da wurde die Mathematikmatura mit dem Computer gemacht und es gibt dieses GeoGebra-System. Also es gab Schulen, wo das verwendet wurde und es gab Schulen, wo es nicht verwendet wurde. Und auch bei der Deutschmatura wurde an manchen Schulen handschriftlich die Matura abgelegt und an manchen Schulen wurde die Matura am Computer geschrieben mit einem Rechtschreibprogramm. Und meine Damen und Herren, ich denke, hier sollten wir nachdenken, unter welchen Voraussetzungen unsere Schülerinnen und Schüler maturieren. Denn es sollten österreichweit dieselben Voraussetzungen gelten. Und wir sprechen immer wieder davon, den individuellen Bedürfnissen unserer Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden. Unsere Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit in der Auswahl der Gegenstände, in denen sie maturieren, mündlich oder schriftlich. Und es gibt Schülerinnen und Schüler, die tun sich schriftlich leichter und auch umgekehrt, die tun sich mündlich etwas leichter. Und daraus erkläre ich mir auch, dass es bei den Kompensationsprüfungen, vor allem in Mathematik, dazu gekommen ist, dass etliche Schülerinnen und Schüler sich ja nicht genügend ausbessern konnten und dafür darf ich auch recht herzlich gratulieren. Und herausfordernd ist, und das haben wir auch heuer bei den Aufgaben der Mathematik-Matura gesehen, dass ein sehr gutes Leseverständnis erforderlich ist. Ein Grund mehr, dass unsere geforderten Deutschförderklassen so schnell als möglich eingeführt werden, um unseren Kindern eine gute Grundlage für ihren weiteren Bildungsweg zu geben. Mein zweiter Punkt ist, ich sehe die Zentralmatura auch aus Sicht einer Mutter mit drei Töchtern, die noch die Matura vor sich haben. Und nachdem in zwei Jahren bei meiner zweiten Tochter die Matura ansteht, möchte ich ihr und allen zukünftigen Maturantinnen und Maturanten vor allem eines gewährleisten, und das ist Kontinuität. Und unter Kontinuität verstehe ich, dass das Niveau der Aufgabenstellungen zur Matura konstant bleiben und sich nicht jährlich ändern. Und drittens meine Sicht über die Zentralmatura als Nationalrätin und Lehrerin. Unser Bildungsminister Faßmann hat bereits bekannt gegeben, an den Instrumenten zu schärfen. Und das finde ich notwendig. Begrüßenswert ist hier eine fundierte Evaluierung unter Einbeziehung der Lehrerinnen und Lehrer, um hier auf keinen Fall den Praxisbezug zu verlieren. Verunsicherung soll und darf es in diesem Bereich nicht geben. Wir sind es unseren Schülerinnen und Schülern schuldig, dass sie sich darauf verlassen können, gut vorbereitet und unterstützt ihre Matura ablegen zu können. Wir sind es ihnen schuldig, machen wir das.
Das Niveau der Aufgabenstellungen bei der Zentralmatura müsse über die Jahre hinweg konstant bleiben, betont Angelika Kußbergner von der ÖVP.